Was macht die Schöne? Brötchen. Rettetag-Brötchen. Ja? Ist das okay? Ja, natürlich. Mit Lachs. Dennis, sehr gut, dass du es gemacht hast. Wie bitte? Sehr lecker. Ja, sehr lecker. Ja, wunderbar. Ich drehe quasi diese ganze Action aus dieser Perspektive einmal ganz durch. Ja. Und mache aber immer wieder Unterschnitte, damit ich das Licht ja nicht umrichten muss. Bist du dann diese zweimal, also den zweiten Kühlbrecher, willst du den auch von hier drehen oder von einer anderen Position aus? Wenn der gut kommt. Weil ich hätte von nah dann noch irgendwo, oder dass man das direkt irgendwie. Da haben wir den zweiten Kühlbrecher nicht, ne? Näher drin. Ja, den Klebeband haben wir gar nicht. Und hier das Kühl halten und aus dem Auge ziehen. Ich habe gesagt, sie machen das. Aus der Position sind drei Einstellungen. Bam, bam, bam. Das ist ein Werbeclip, ein ganz einfacher, kleiner Werbeclip. Wir versuchen den mal so ein bisschen auseinander zu dröseln. Jeder Film hat eine sogenannte Exposition. Was könnte das sein? Das ist ja wahrscheinlich in der Filmanalyse gelernt. Ihr wisst es. Die Grundidee. Die Grundidee, genau. Und zwar im Prinzip letztendlich ist es die Frage, wo ist es, wann ist es, um wen geht es? Das dröseln wir jetzt mal einfach auf. Was ist das für eine Person? Was hat er alles vorher überlegt? Das kommt gar nicht in den Clip rein. Aber da ist schon die erste gedankliche Leistung, die ich bringe, wenn ich sage, dass die Hauptrolle soll so ein älterer, dicklicher Mann sein, der ja nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht. Da müsst ihr das vielleicht kameratechnisch so lösen, dass ihr praktisch die Sachen, in dem was gedreht, gesagt wird, dass ihr das in sehr nahen Einstellungen filmt, dass man das Mikrofon halt nicht sieht dann. Und dass ihr mit dem Mikrofon möglichst nah hinkommt. Ja. Oder ist in der Kiste noch ein Adapterstück? Da bin ich halt so im. Okay, dann ist es fast wurscht. Aber wenn ein bisschen Licht. Ein bisschen Licht brauchen wir schon. Ein bisschen Licht wäre nicht schlecht. Ja, und, ne? Diese Energiekacklampe. Energiekacklampe. Da gehört eine richtige normale 100 Watt Glühbirne allein. Mit einem Glühfaden. Und den so funzlos. Ja, da ist es. Ja, jetzt ist ein Lichtpunkt an der Decke. Obwohl, schau du mal rein, ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, ich finde es eigentlich immer gut. Ich finde es also, gar nicht so schlecht. Man sieht noch was da drin passiert. Ja. Okay. So. Also. Dann kann man schon mal hier den Burschen anmachen. Ja, dann davor halt muss er nicht schauen, das muss er einfach anschauen. Dann muss man halt von dann da schalten. Jetzt probierst du es nochmal. Ich mach das Double. Ja, okay. Ja, und dann halt Schnitt. Und jetzt schauen. So. Gut. Lass mich das nicht hier. Die Frage ist, was davon wollt ihr umsetzen, was davon können wir umsetzen, was davon können wir umsetzen. Mein erster Vorschlag wäre, wir machen jetzt mal eine Ortsbegehung und gucken mal, wo wir denn das Ganze denn platzieren können, weil ich war glaube ich noch nie hier im Keller. Was könnten wir hier drehen? Nix. Eine Lehrerin wie ihre Schüler. Was fällt uns bei der Treppe ein? Runterfallen. Richtig. Jemand fällt runter und hängt sich über das Gitter davon. Keller. Keller. Wollen wir irgendwas kaputt machen oder nicht?
Also wir können natürlich einen Fahrradstunt machen, wo sich der Kerl unglaublich wehtut, aber das Fahrrad heil bleibt. Aber wenn wir jetzt zeigen, Duschunfall und dabei soll das Glas von der Duschkabine kaputt gehen, das können wir ja nicht machen. Das ist jetzt sozusagen unsere Aufgabe heute, wäre zu gucken, was können wir hier, also wenn ich zum Beispiel sage, wir haben da drin eine Prügelei und obwohl es laut Gandhi ja nicht geht, jemand schlägt die Bierflasche auf und ritzt dem anderen irgendwie die Halsschlagader auf. Ja, im Film theoretisch auch sowas wie, keine Ahnung, so eine Latte ansägen und die dann, wenn ich einen auf den Kopf haue, sozusagen, die zerbricht dann sozusagen, oder? So was hast du dir vorgestellt sozusagen. So sozusagen würde ich machen. Das ist ja dazu müssen wir aber heute eben vorplanen. Aber wie gesagt, wir müssen heute gucken, was wollt ihr morgen drehen? Wie gesagt, die Geschichte ist mir primär egal. Wir müssen uns überlegen, welche Effekte waren, also welche Special Effects, in Anführungsstrichen Spezialeffekte bauen wir ein. Was müssten wir damit noch besorgen? Was können wir davon besorgen? Na, weil wir können jetzt keine Zuckerbierflasche besorgen. Das wäre die Bierflasche, die man abhaut. Oder? Nein, die Bierflasche, die man abhaut, die würde man in der echte nehmen und vorher präparieren. Je mehr die Location, also da, wo wir filmen, schon dem entspricht, was wir filmen wollen, desto glaubwürdiger wird es werden. Ja, okay, Zucker brennt ein Scheiß. Das war gut. Es muss viel heißer sein. Nein, es muss. Lichterwechsel so und nimmst einfach so umgekehrte Bierbombe. Das war schon alles. Das war's explodieren. Wir haben halt echt. Und hier ist das einfach so ein Gegensätze. Ja, Spielboden, das ist was. Ja, mach mal. Ja, was? Hier kommt der Fax einfach. Okay. Hey, hier ist. Du triffst nichts. Nein, schön. Triffst du schon oder was? Ja, du triffst halt nichts. Okay, los, die Kneipe jetzt. Alter, also, zack. Sollen wir so rumschleichen oder was? Ja, er ist der Profi, er ist der Checker. Verstehst du? Je größer, desto besser. Und dann machen sie dann immer so, fragt mir einen Check, der ist also so der, okay, Baby, und dann, ja! Darfst du alles tun? Yes! Oh, Felix! Schleich dich! Jetzt Finger weg! Okay. Hey!
Fitz dich. Das gibt's doch nicht, oder? Oh, Scheiße! Kurze, fix! Also, jetzt werde ich mal zeigen, wie das geht. Ja, mach das. Das ist die 13, die wird jetzt eingelocht. Mach das blind? Ja. Ja, geh weg, geh weg. Spiel, ihr habt den ganzen Tag Zeit. Oh. Ja, ja, dann könnt ihr beloben. Scheiße! Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hey. So, mit solchen Glasbausteinen würde ich auch nicht treffen. Servus. Sorry. Du blödes Arschloch. Du blöder Fauler Idiot! Au, blödes Arschloch! Au, bitte! Hey, hier! Ach, Mann, ey! Au! Schau dir mein Auge an! Mann! Au! Sehr gut! Au! Jetzt brauche ich ein Bier. Dringend! Bringt man uns mit!